In unseren heutigen Tagen neigen wir manchmal dazu, die Fähigkeiten unserer Vorfahren zu belächeln. Angesichts der spektakulärsten Errungenschaften der Moderne hat es den Anschein, als wären wir den Menschen der Vergangenheit in allen erdenklichen Belangen überlegen. Doch stimmt das wirklich? Zwar ist es richtig, dass die Bewohner des Altertums keine Smartphones, Autos oder Computer besaßen, im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings nicht, dass nicht schon vor Hunderten von Jahren Erfindungen das Licht der Welt erblickten, die ihren modernen Gegenstücken in nichts nachstanden. Doch damit nicht genug. So manche alte Technologie erweist sich als derart komplex, dass es den Wissenschaftlern noch immer nicht gelang, ihre wahren Hintergründe aufzudecken. Welche 15 Errungenschaften der Vergangenheit uns in pures Staunen versetzen, zeigen wir euch in unserem heutigen Video. Römischer Beton. Neu ist nicht immer besser. Während unsere heutigen Betonbauten bereits nach 100 Jahren zu bröckeln beginnen, gelang es vielen Gebäuden aus der Römerzeit, sich dem nagenden Zahn der Zeit zu widersetzen. Das Geheimnis für diese Beständigkeit hört auf den Namen Opus Caementicum, ein Baustoff, der besser als römischer Beton bekannt ist. Diese altertümliche Mixtur aus gebranntem Kalk, Quarz, Sandstein und Tuff präsentiert sich also deutlich langlebiger als der moderne Beton. Unter anderem fand der römische Beton im Kolosseum und im Pantheon Verwendung, wobei die dem Kalk beigemischten Zuschläge immer wieder etwas variierten. Inka-Bauwerke. Die Inka-Kultur erschuf im Laufe ihrer Existenz einige atemberaubende Bauwerke. Manche dieser Strukturen erwecken den Anschein, als hätte die indigene Kultur das Gestein wie weiches Wachs bearbeitet. Doch ist das überhaupt möglich? Und wie lassen sich die Abdrücke und die auffallend geraden Kanten mit einfachen Werkzeugen der damaligen Zeit erklären? Einige Historiker glauben tatsächlich, dass es den Inka gelang, den Stein weich zu machen. Demzufolge wusste diese spannende Zivilisation um die Herstellung einer speziellen Mixtur, die harte Materialien kurzzeitig aufweichte. Sollte diese Theorie tatsächlich zutreffen, so müsste dieses geheime Wissen im Laufe der Zeit verloren gegangen sein. Uralte Wassersysteme. Im vergangenen Jahr sahen sich die Bewohner Perus mit einer schweren Dürreperiode konfrontiert. Anstatt nun nach neuen Lösungswegen zu suchen, richteten die Verantwortlichen ihren Blick jedoch in die Vergangenheit. So kam es, dass die Bevölkerung die ausgeklügelten Kanalsysteme ihrer Vorfahren wieder instand setzte und der Trockenheit erfolgreich den Kampf ansagte. Im Detail beginnen diese cleveren Wasserwege in den Bergen, wobei sie das Regenwasser in tiefer gelegene Areale abtransportierten. Und das sogar noch Wochen und Monate nach dem Ende der Regensaison. Technologie für den Flug zum Mond. Seit dem Jahr 1972 hat kein Mensch wieder einen Fuß auf den Mond gesetzt. Und dabei könnte es doch eigentlich so einfach sein. Dass wir über das technische Know-how verfügen, um unsere natürlichen Satelliten zu erreichen, haben wir bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Lasst uns also einfach die alten Pläne von damals hervorkramen und eine weitere Saturn-V-Rakete bauen. Was im ersten Augenblick gleichermaßen simpel wie logisch erscheint, lässt sich aber leider nicht mit der Realität vereinbaren. Den ganzen Papierkram und die tausenden Tests und Simulationsstunden einmal außen vor gelassen, leider existieren die erforderlichen Strukturen von damals heute überhaupt nicht mehr. So setzte sich die Saturn-V-Rakete aus mehr als 3 Millionen Einzelteilen zusammen. Nach dem Ende des Apollo-Programms wurden die Produktionsstätten jedoch stillgelegt oder umgewandelt. Darüber hinaus fehlen uns für den Bau einer weiteren Saturn-V-Rakete nicht nur die Fabriken, sondern auch die Werkzeuge und die Materialien. Und nicht zuletzt das Fachwissen. Infolgedessen wäre es viel einfacher, die Konstruktion einer Mondrakete von Grund auf neu zu starten. Und genau das tun die internationalen Raumfahrtbehörden aktuell. So sehen es die Pläne mehrerer Nationen vor, unseren Trabanten in absehbarer Zeit zu besuchen und dort sogar dauerhafte Mondstationen zu errichten. Eiserne Säule. Die Eisensäule von Delhi ist das, was wir umgangssprachlich als jung geblieben bezeichnen würden. Obwohl das Bauwerk mehr als 1500 Jahre auf dem Buckel hat, präsentiert es sich noch immer in einem nahezu tadellosen, rostfreien Zustand. Was dem eisernen Monument seine außergewöhnliche Langlebigkeit verleiht, ist jedoch unbekannt. Die Erklärungsansätze reichen von einer speziellen, von selbst wachsenden Schutzschicht bis zu einer besonderen Schichtstärke, die das Sonnenlicht des Tages speichert und sämtliche Flüssigkeit sofort verdunsten lässt. Römische Olivenpressen. Im Leben der alten Römer war Olivenöl viel mehr als bloß ein einfaches Lebensmittel. So wurden der Flüssigkeit unter anderem heilende Eigenschaften zugesprochen. Vor diesem Hintergrund dürfte es also niemanden wundern, dass das Öl damals auch auf Verletzungen aufgetragen und vor großen Schlachten getrunken wurde.
Infolge der großen Bedeutung des Olivenöls entwickelten die Römer ausgeklügelte Pressen, die kaum von ihren heutigen Gegenstücken abweichen. Um die Schraube auf der Presse befand sich eine Mutter, sodass das Gerät über einen Hebel bedient werden konnte. Tatsächlich haben wir den römischen Olivenpressen einiges zu verdanken. Das grundlegende Prinzip sollte auch später beim Buchdruck und der Münzprägung zum Einsatz kommen. Panchavanas Vami-Tempel. Im indischen Vorayur gelegen, blickt der Shiva gewidmete Tempel bereits auf eine über 2000 Jahre alte Geschichte zurück. Folglich gilt dies auch für die atemberaubenden Säulen, Skulpturen und Verzierungen, welche die heilige Anlage seit jeher schmücken. Dabei ist es jedoch auch eben jenes hohe Alter, das die Experten immer wieder stutzig macht. Demnach sehen wir auf einem der Abbildungen eine Person, die auf einem Fahrrad sitzt. Das Problem? Unserem Wissensstand zufolge wurden die pedalbetriebenen Drahtesel erst im 19. Jahrhundert erfunden. Was es mit den wahren Hintergründen dieser Verzierung auf sich hat, ist vollkommen unklar. Damaszener Stahl. Als die ersten Kreuzritter in den Orient einfielen, erlebten sie ein böses Erwachen. Die Klingen ihrer Feinde waren den eigenen haushoch überlegen. Demnach waren die Schwerter mit dem charakteristischen Wellenmuster nicht nur flexibler, sondern auch deutlich robuster und schärfer als die Waffen der Christen. Leider sollte die Anleitung für die Herstellung des legendären Damaszenerstahls im Laufe der Zeit verloren gehen. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass der Stahl sogenannte Kohlenstoff-Nanoröhrchen enthielt, wodurch sich die Klinge beim Gebrauch praktisch von selbst schärfte. Allen Analysen zum Trotz ist es Fachleuten jedoch auch noch nicht gelungen, die unvergleichlichen Schwerter von damals korrekt nachzuahmen. Puquiose. Gemeinhin wird vermutet, dass die unterirdischen Aquäduktsysteme namens Puquios von der Nazca-Kultur erschaffen wurden. Dabei erlaubt es diese ausgefeilte Technologie, das kühle Nass über weite Strecken durch heiße, trockene Gegenden zu transportieren, ohne dass der Großteil des Wassers durch Verdunstung verloren geht. Obwohl die Bauwerke bereits auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken, sind einige von ihnen heute noch immer in Betrieb. Demnach versorgen mehr als 40 Puquios die Bewohner der Wüstensiedlungen nach wie vor mit Frischwasser. Hodometer. Ein Hodometer ist ein Gerät, welches die zurückgelegte Strecke mechanisch misst. Alte Aufzeichnungen legen den Schluss nahe, dass derartige Entfernungsmesser bereits in der Antike bekannt waren. Mit den Bematisten existierte im alten Griechenland sogar ein ganzer Berufsstand, der sich ausschließlich dem Messen von Entfernungen widmete. Angesichts der verblüffenden Präzisionen und geringen Abweichungen deutet wenig darauf hin, dass dies durch das bloße Zählen von Schritten bewerkstelligt wurde. Die ersten gesicherten Beschreibungen eines Hodometers stammen wiederum aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Der entsprechende Apparat besaß ein spezielles Messrad, dessen Bewegungen sich auf Zahnräder oder Scheiben übertrugen. Ein moderner Kilometerzähler basiert noch immer auf dem gleichen Prinzip. Jakchal. Habt ihr gewusst, dass die Perser bereits vor mehr als 2000 Jahren so etwas wie Kühlschränke besaßen? Im Detail handelte es sich dabei um sogenannte Jakchals, welche sich aus zwei Hauptkomponenten zusammensetzten. Einer oberirdischen Kuppelform sowie einem unterirdischen Lagerraum. Die Kombination aus der unterirdischen Lage und dem hitzebeständigen Baumaterial erlaubte es den Persern, in ihren Jakchals Lebensmittel und sogar Eis zu lagern. Viele dieser uralten Kühlhäuser sind noch heute erhalten und beweisen uns einmal mehr, wie fortschrittlich die Technologien der Vergangenheit tatsächlich waren. Ältestes Hydrauliksystem. Vor wenigen Jahren verzeichneten die Archäologen einen spektakulären Fund in China. Sie waren auf nicht weniger als eines der ältesten Hydrauliksysteme überhaupt gestoßen. Vor etwa 5100 Jahren erbaut, bestand diese Anlage aus Dämmen, Deichen und Gräben und nahm eine Fläche von 300 Hektar ein. Die Experten gehen davon aus, dass tausende Arbeiter am Bau der Strukturen beteiligt waren. Insgesamt mussten etwa 3 Millionen Kubikmeter Erde bewegt werden. Wahrscheinlich existierte die Anlage ca. 700 Jahre lang, ehe sie massiven Überschwemmungen in der Region zum Opfer fiel. Merkit. Was im ersten Augenblick wie ein recht simpler Gegenstand anmutet, besitzt in Wahrheit einen komplexen Hintergrund. Demnach benutzten die alten Ägypter das Merkit sowohl als Vermessungs- als auch Zeitmessinstrument. Aus einem Lot und einem hölzernen Griff zusammengesetzt, konnten die Pharaonenreichbewohner damit die Ausrichtung bestimmter Sterne verfolgen. Sobald die Himmelskörper am Firmament auftauchten, ließ sich mit ihrer Hilfe die Länge der Nacht bestimmen. Demzufolge verkörperten die Merkets einen nützlichen Ersatz für Sonnenuhren, die bei Anbruch der Dunkelheit unbrauchbar wurden. Griechisches Feuer. Wer sich in den Seeschlachten der Vergangenheit mit dem griechischen Feuer konfrontiert sah, hatte nichts mehr zu lachen. So konnten die Flammen der byzantinischen Brandwaffen praktisch nicht gelöscht werden. Einige Aufzeichnungen erzählen sogar davon, dass sich die Flüssigkeit erst beim Kontakt mit Wasser entzündete.
Welche verborgene Zusammensetzung dem Brandmittel zugrunde lag, ist ungewiss. Die Rezeptur des griechischen Feuers war ein absolutes Staatsgeheimnis und ging gemeinsam mit dem Byzantinischen Reich unter. Archimedes' Todesstrahl. Einer alten Geschichte zufolge soll der griechische Gelehrte Archimedes eine Konstruktion entwickelt haben, mit der sich ganze Seeflotten vernichten ließen. Demzufolge bündelte und reflektierte ein komplexer Verbund aus Spiegeln das einfallende Sonnenlicht, um auf diese Weise feindliche Schiffe in Brand zu stecken. Ob ein solch taktischer Todesstrahl tatsächlich existierte, ist ungewiss. Einige wissenschaftliche Untersuchungen deuten allerdings darauf hin, dass die legendären Brennspiegel tatsächlich funktioniert haben könnten. Tja Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Welche der vorgestellten Erfindungen hat euch am meisten fasziniert? Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werft zum Abschluss gerne noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, die wir hier im Abspann für euch verlinkt haben. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.